Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Ich bin Pixelplayer Jack und wir wollen eigentlich ins Pilzkönigreich. Aber bevor wir das machen, werde ich jetzt den ollen Mondblock dort hinten mal eben kurz aktivieren. Dann können wir nämlich, wenn wir wieder hier sind, direkt mit der Mondsuche loslegen. Geht ja schnell, einmal kurz hingelaufen. So. Oh, kann Münzen noch eben mitnehmen. Uiuiui. So. Kurz da rüber. So. Zack. Und damit haben wir auch den freigestellt. So, jetzt können wir einmal wieder zurück zur Odyssey. Denn dem Mondland, den widmen wir uns später nochmal wieder. So, auf in ein anderes Land. Jawohl. Und zwar ins Pilzkönigreich. Ja. Kann man nicht durchschalten. Zack. Denn wir machen weiter mit unserem Urlauber, dem kleinen Taxifahrer. Oder Taxikunden. Wie auch immer. Pilzkönigreich, Pilzpalast. Da sind wir, da wollen wir auch wieder hin. Gut, wo bist du denn? Schaf? Ah, da hin. So, hi. Ich sollte ja wirklich nicht mehr überrascht sein, aber ich bin's. Du bist's wieder. Erinnerst du dich noch an unsere erste Begegnung im Wüstenland? Ich liebe es hier einfach. Es ist so friedlich und alle sind freundlich. Ach, irgendwie möchte ich zur Ruhe kommen. Oder dir zuerst mal das hier geben. Hier eine Kleinigkeit für dich. Ein Urlauber im Pilzkönigreich. Gute Arbeit. Jetzt gibt es nur noch einen Ort, wo ich hin will. Nach Hause. Bringst du mich zurück ins Wüstenland? Gerne doch. Ich fahre dich heim, sobald ich kann. Vorher muss ich mich noch mit Sonnencreme eindecken. Erst mach mal ruhig. Dann gehen wir jetzt nochmal wieder zurück ins Wüstenland. So. Da ist aus einem Stern ein Mond geworden. Wir können nämlich zaubern. 719. Und ab ins Wüstenland. Weil jetzt glaube ich, müsste es auch noch eine Kleinigkeit von ihm geben, denke ich mal. Weil ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass wir im Wüstenland von ihm auch was bekommen haben. Da ist das Taxi auch schon. Wollen wir. Oh, hallo. Hey, hey, willkommen zurück. Wie verrückt ist das denn? Erst lerne ich dich hier kennen, dann treffe ich dich ständig auf meiner Reise und zum Schluss laufe ich dich wieder in meine Heimat über den Weg. Liebe es hier. Für mich gibt es keinen schöneren und freundlicheren Ort. War trotzdem schön, dich unterwegs zu treffen. Nimm doch diese Kleinigkeit von mir an, ja? Wellenbummler. Ja. Ich hab dich gerne chauffiert. Das war auch für mich ein großer Spaß. Das war die Reise meines Lebens. Ich werde sie nie vergessen. So, und damit haben wir das Wüstenland endlich komplett. Und können das somit abschließen. Zack. Und 720. Alles klar. Weiter geht's. Wir gucken gleich nach, wo wir jetzt hinreisen können. Seeland wäre natürlich nicht schlecht. 24 von 33. Also erstmal gucken. Wir fangen mal Gutland an. Gutland fertig. Askanland fertig. Wüstenland fertig. Seeland ist noch offen. Forstland fertig. Wolkenland fertig. Verlorenes Land fertig. Cityland noch offen.
Polarland fertig, Küstenland noch offen, Schlemmerland fertig, Ruinenland fertig, Bausersland noch offen, Mondland noch offen und finstere Seite noch offen. Das klingt doch schon mal gut. Das bedeutet, wir gehen ins Seeland. Und dann schauen wir mal nach, wie und wo wir da noch weitere Monde finden. Das wird uns mit Sicherheit so ein kleines Plappermaul erzählen, wo wir da noch welche finden. Oder wir benutzen einfach den Mondquader. Tja, haben wir auch noch nicht gemacht. Entschuldigung. So. Ups. Ja, dann machen wir das auf den herkömmlichen Weg da. Tack und. Juiuiuiui. Und. Tack. Da haben wir wieder welche. Seht ihr wohl. Dann wollen wir mal gucken. Direkt vor uns soll einer sein. Da in der Mitte. Gehen wir hier hoch. Hier soll direkt einer sein. Warte mal. Ne, ich höre es hier. Der müsste jetzt direkt hier unten sein, oder? Jawohl. Hinter dem Schleusentor. Nach rechts geschaut soll noch einer sein. Da vorne direkt? Ja, sieht so aus, ne? So. Schauen wir mal hier. Oh, 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 oh. Da nicht. Wir sind in die falsche Richtung gegangen? Offensichtlich. Oh, du mieser Haufen Goomba. Genau hier soll noch einer sein. Warte mal. Doch nicht. Oh Gott. So, von hier aus nach rechts gucken. Also hier ganz in der Nähe. Dann. Hier vielleicht schon? Nope. Dann wird's hier sein. Ah, da ist er. Wieder so ein kleiner Flitzerflieger. So. Schweben, 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 schweben. Und abkürzen. Nein. Komm schon. Jawohl. Sehr schön, ey. Flatterhaft über dem See. Zwei auf einem Streich. Ihm das Ding ins Gesicht gefeuert. Und gleichzeitig schön die Taube getroffen. So, den haben wir, glaube ich. Haben wir den? Was ist hier anders? Ah, einer weniger. Müssen wir einen wegnehmen und dann vermutlich stampfen. So. Ups. Gut, gut. Also, dann schauen wir mal. Ganz hinten links. Und dort, dann dort, dann dort. Hinten ist auch das Schnackkehlchen. Nee, wisst ihr was? Dann machen wir erstmal die hier fertig. So. Und mal gucken, wo er mit uns hinrennen will. Wir sind die Ländersprinter. Wir reisen um die Welt und rennen in jedem Land, in das es uns verschlägt. Willst du antreten, Kumpel? Ich bin dabei. Gute Einstellung. Bla bla bla. Cooper Freerunning, das
Standardrennseele. Okay, da müssen wir hin. Das dürfte ja nicht allzu schwer sein. Oh Gott. Oh Gott, hat nicht geklappt. Ganz schnell hier. Uiuiui. Na, halt dich da doch nicht fest. Oh Gott. Das erste schon da. Hör auf, dich festzuhalten, Mann. Nein. Das ist ja eine Katastrophe hier. Tja. Wir haben es geschafft in 1:04, wobei wir es hätten viel schneller schaffen können. Aber ich in dem Falle zu dämlich war. Na, ja, das war ja Überschallgeschwindigkeit. Nein, du lügst doch. Seelen, Standardrennen. So, wir machen auch das Richtige. Ja, ich bin dabei. Trau mich. So. Und wie du hältst dich wieder irgendwie fest. So. Und 43 Sekunden, das ist doch schon besser. So. Das war ja Überschallgeschwindigkeit. Hier ist ein Preis, ein Mond. Seeland-Expertenrennen. Jetzt haben wir das auch schon mal geschafft. Sollen noch welche hinter uns sein? Da einmal und hier hinten einmal. Okay, Goombas. Wir brauchen Goombas. Dann schnappen wir uns ein paar Goombas. Mist! Oh Gott, diese Fetze hier reicht aus. Das ist ja mies. Das ist ja mies. Wie kriegen wir denn die Goombas hier her? Da muss ich mir was einfallen lassen. So. So, schön gerannt und... Jawohl! Haha. Na, komm her! Genau, ein paar Münzen noch. Siehst du wohl. Da haben wir dann. Yeah. Romanze am See. Puff, weg esse. Ab hier rein. So, Ernsthaft? Okay, schauen wir mal nach. Wo? Da hinten ist einer. Oh, da ist ein Frosch. Ein Frosch. Oh, 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 oh. Gott, das war knapp. Okay, der Frosch ist leicht. Wow, das war knapp. Zack, darüber. Yeah. Schaffen wir. Wow. Ja, wir haben nur einen gekriegt.
So, jetzt haben wir hier wieder einen Frosch. Aber das sieht so aus, als wenn man da vielleicht rein kann. Warum spült das Ding dort durch? Oder ist da unten irgendwo was drunter? Ne, wir haben da oben. Ach, da hinten. Da hinten ist ein Schlüssel. Ich habe ihn gesehen. Gut, gut. Das schaffen wir, das schaffen wir, Leute. Ärgerlich. Ganz ärgerlich. Stellt sich die Frage, ob wir mit Mario nicht vielleicht sogar besser dran sind. Aber der kann nicht so springen. So. Wow. Oh. Wow. Einmal nur springen. Jetzt mit Anlauf. Jawohl. Und wieder mit Anlauf. Oh, das war zu wenig Anlauf. Oh. Gut. Puh. Oh. Ja. Einfach nur springen. Und da hoch. Super. Ersten Mond haben wir. Giftige Wogen. Hüpf drüber. Jetzt. Zack. Ja. Und jetzt aber. Und noch einmal. Gott. Zack, ist die Kamera weg. Fies, ey. Frosch, sei schneller. Sei schneller. Jawohl. Sehr schön. Giftige Wogen. Stell dich ihn. So, oh, danke dir. Mal eben kurz draufspringen. Und hier auch nochmal. Frosch. Dafür dann kriegen wir vielleicht noch irgendwie eine Münze, aber. Junge, Junge, die. Das war nicht ohne. So. So, dann können wir, glaube ich, einfach mal hier hingehen. Das verkürzt einmal den Weg. Weil natürlich übersehen wir dann auf dem Weg eventuelle Monde. Ich glaube, dass sie da sind. So. Ah, sieh an. Auch nicht drauf geachtet. Unsere Pflanze ist gewachsen. Der Wasserflora, Samen im Tunnel. Gut. Da, wo Mario gerade hinguckt, da soll was sein. Ah, okay, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Da hinten in der Ecke, da wird es wohl sein. Da. Oh, oder auch nicht. Du bist hierher geschwommen. Boah. Ist mir doch egal. Das ist ein Schnackkehlchen. Direkt hier vorne. Und drunter? Das wäre natürlich möglich. Aber dafür möchten wir einen Fisch schnappen. Einen schönen kleinen Chip-Chip. Komm her, Chip-Chip-Chip. Chip-Chip. Gefangen. Hoch. Und runter. Yeah. Und andersrum. Und wieder in die andere Richtung. Aha. Tief unter, tief unten im Wasser. Jetzt können wir wieder hoch. Yeah. Nicht überall gegen. So, einfach geradeaus hoch. Ja, guckt. Mit seinem Bärtchen da. Schönen letzten Scherzartikelladen geklaut. Gut, warte mal, die Richtung ist schon mal die eine richtige. Da wollen wir lang. Oh, hier oben. Da soll was sein. Ah, warte mal. Da? Okay, so klappt das nicht. Zack.
Die Wand hoch. Aha. Wir sind nicht die Wand hoch. Wir sind einfach hingeflogen. So wie wir es konnten. Rechts von uns ist noch einer. Da oben. Jetzt darf er einmal hochklettern. Er will das nicht. So. Auf dem Dach des Aquariums. Ja, und damit haben wir schon mal wieder alle Monde, die es hierfür zu suchen galt. Dann müssen wir mal den Unterwasserfahrstuhl benutzen. Denn ich würde ganz gerne mal mit dem Schnackkehlchen reden. Münzen haben wir alle, ja. Guck mal her. Wonach suchst du denn? Ah, ich weiß. Kannst du nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Ein Taxi fliegt über den See, Lickernd. Da fliegt ein Taxi? Ist hier irgendwo versteckt. Und wonach suchst du denn? Cheep Cheep am See getroffen. Okay, jemand will ein Cheep Cheep sehen. Und mit Seelandkunst gefunden. Okay. Danke dir, Paquito. Mit Seelandkunst gefunden. Haben wir die Seelandkunst denn selber schon gefunden? Ach ja, klar, die ist direkt am Eingang. Aber hier, haben. Gut. Dann brauchen wir mal eben Cheep Cheep. Yeah. Hey. Ja, hey. Vergeltung. Oh. Miese. So. Was für davon, du Spinat. Oh, einmal wieder hoch. Schade, hat nicht ganz geklappt. Dann gehen wir hier einfach mal wieder hoch. So, da vorne haben wir nämlich die Seelandkunst. Und das ist im Kaskadenfall. Gut, nochmal wieder mitgenommen. Einmal das. Und, oh Gott, was war da noch gleich? Aber schnell vergessen wieder. Cheep Cheep am See getroffen. Taxi. So, da machen wir mal unseren Ausguck. Da fliegt es. Yeah. Und wo kommt der hin? Sehr schön. Gleich in die Nähe. Juhu! Ein Taxi fliegt über den See. Ganz. So, mit Seelandkunst gefunden machen wir auch noch. Aber jetzt will ich erstmal sehen, wo der Kollege ist, der den Cheep Cheep sehen will. Ah, da oben? Nee. Kleiner Hundfreund. Ah, warte mal, der ist doch bestimmt da unten drinnen. Bestimmt irgendwo unter der Glocke. Oder der nicht? Dann gucken wir mal hier in der Hauptglocke. So. Hier jetzt nicht. Dann kannst du die Kiste mitnehmen.
Genau. Oh, wo bist du denn? Hier auch nicht. Schnecksenkleid ist wirklich wunderschön. Ja, da hast du vermutlich recht. Hm. Schön. Was ist er denn? Ist mir jetzt gerade ein Rätsel. Vielleicht ganz da oben? Nee. So. Nee. Bei dir geht das wohl nicht. Auch nicht. Hm. Wie er über Kopf ins Wasser ist. Das sah ja böse aus. Oh, wo ist er denn jetzt? Hm. Irgendwo in der Nähe muss er ja sein. Ich meine, groß ist das Land ja jetzt nun auch nicht. Aber wir wollen ja wissen, wo wir mit dem Cheep Cheep hin müssen. Boom. Na, wer will sich sehen? Cheep 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 war so hübsch. Ja, das sagt ihr alle. So. Hier schwimmt zumindest kein Cheep Cheep. Das ist der Vogel. Der hat aber nichts mehr. Hm. Okay, hier auch nicht. Dann gucken wir mal hier. Noch eine Lebensanzeige haben, beziehungsweise eine Luftanzeige. Immerhin ist unser Mario ja quasi unsterblich. Hä? Haben wir nicht eine Blase erwischt? Also. So. Also unsterblich ist er nicht, aber ich meine, wir sind ein Skelett. Ja, schon. Richtig cool, wenn das Kostüm auch noch funktionell wäre. Komm mal mit. Aber der wird hier mit Sicherheit nicht unter Wasser rumwuseln. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Wir können jetzt gerne nochmal hier hinter gucken. Hier ist auch nicht der Fall. Bei ihr ist auch niemand. Wo ist denn der kleine Hut? Hm. Das ist seltsam. Taucht er erst zur bestimmten Zeit auf oder so? Nee. Kann mir nicht vorstellen. Der wird irgendwo sein, wo ich jetzt gerade nicht mit rechne. Gehen wir mal hier rein. Runter. So, verschwinden. Ja, ihr wollt alle, dass ich verschwinde. Wo ist der eine, der mich will? Ich einfach mal sehen möchte. Gehen wir mal hier runter. Das kann ich mir gerade nicht erklären. Ist der Huttyp hier hin? So.
Da ist Toad. Und Toad hat Angst vor Fische. Das wissen wir bereits. Er kriegt jetzt einen Schreck. Oh mein Gott, oh mein Gott! So. Puh. Wo sollen wir denn mit dem ollen Fisch hinhüpfen? Das ist ein absolutes Rätsel. Wer sich denn versteckt? Gerade keine Erklärung für mich. Und was suchst du denn? Ah, ich weiß, ich weiß. Aha. Überraschung in der Bröckelsäule. Ist sie irgendwo versteckt? Bröckelsäule? Welches ist denn die Bröckelsäule? Die vielleicht? Die sieht so aus, als wenn die bröckelt, oder? Nope. Dann ist es vielleicht die hier. Auch nicht. Könnt ihr ja noch mal oben gucken. Bei Bröckelsäule, das ist irgendwie... Können die gerade hier alle sein? Wobei die eine jetzt wirklich so aussah, als würde die bröckeln. Ah, haben wir uns getäuscht. Und hier waren, glaube ich, nur Münzen drin. Ja. Wie ich es geweissagt habe. So. Hier ist auch niemand. Kein Hut, kein Nix. Alles nur Goombas. Da haben wir die Kunst. So. Ey, hier ist es jetzt die Bröckelsäule. Tipps sind alle echt gut gemeint, ne? Aber... Nein, das, also gerade mit dem Fisch, das muss ja auch ein Ort sein, wo man hin kann. Bröckelsäule? Bröckelt eine hiervon? Nö. Auch nicht. So. Oder. Alaba. Ich habe noch eine Idee. Vielleicht ist es diesmal gar kein oller Hut, der es sehen will, sondern ich soll da rein oder so. Das wäre es ja jetzt. Wie blöd. Niedlichkeitsalarm. Es ist kaum auszuhalten, wie niedlich so ein Fisch ist. Danke für den Besuch, mein kleiner Freund. Kann ich dir vielleicht einen Mond anbieten? Ja, bitte. Noch ewig gesucht, Mann. Cheep Cheep am See getroffen. Super. Oh Gott. Ich dachte, das wäre wieder so ein Huttypi, der den Cheep Cheep sehen würde. So, Bröckelsäule. Da oben. Warte mal. Ah, welches hiervon ist die Bröckelsäule? Oh Gott. Na? Nö. 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 Den hatten wir. Da auch nicht. Was könnte die Bröckelsäule sein? Sicherlich unter Wasser. Oder ist sie hier oben mit dabei? Nö. Das
sieht nicht alles nach Prügelsäule aus. Auch nicht. Oder davon eine auch nicht. Oh. Sieh an. Yeah, da haben wir wieder Monsterherz. So. Hier nochmal schauen. Irgendeine Säule, Brücke. Warte mal, da ist doch eine. Ist doch kaputt. Aber da drin nochmal? Nee. Nee. Macht überhaupt keinen Sinn. Das da ist Bröckelsäule? Nee, ne? Nö. Super. Das nicht? Auch nicht? Hier liegt auch keine quer, oder? Oder vielleicht ist da vorne irgendwie so ein Häufchen oder sowas? Da vielleicht. Das Ding hier. Das könnte die Bröckelsäule sein. Nö. Ja, wir brauchen Chip-Chip. So. Hier auch nicht, ne? Nö. Das ist ja blöd. Mit der Bröckelsäule. Okay. Nehmen wir einfach die. Sieht ja nicht aus wie alle anderen Säulen. Oh Mann. So. Boah, echt fein. Überraschung in der Bröckelsäule. Ja, sehr schön. Ich habe mit vielen gerechnet, aber damit nicht. So. Und was hast du noch? Ja, was suchst du denn? Ne? Weltraum ist der neue Trend. Der ist hier irgendwo versteckt. Such ihn. Find ihn. Chip-chip. Und was hast du noch für uns? Ja, was suchst du denn? Der Piraten-Look ist in. Der ist hier irgendwo versteckt. Such ihn. Find ihn. Chip-chip. Piraten-Look. Ne, das ist nett. Ja. Runde schwimmen. Danke, Reisender. Tolles Gefühl. Ja. Hier, Fahrstuhl. Aber das stimmt. Hier wollte wirklich jemand irgendwas gigantische Siedlung oder was gebaut hat. Na? Ja, da schnickst du vielleicht. Den haben wir selber wieder beim Alten. Okay. Platz, willkommen. Piratenlook, so. Gehen wir mal eben rein. Aber in den Shop. Eben kurz gucken. Den haben wir. Gut. Da. Wir wollen Piratenlook machen. So. Piratenoutfit. Dann sind wir schon mal vorbereitet. Und ja, dann suchen wir an dieser Stelle in der nächsten Folge weiter. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Super Mario Odyssey.